Folge den blauen Pfeil. Dann werden wir vielleicht doch mal schauen, das Wasser abzulassen. Aha. So. Jetzt suchen wir nach irgendwelchen blauen Pfeilen. Vielleicht kann man diese Kiste da rausziehen oder reinschieben. Das wäre natürlich formidabel. Aha, das hat uns jetzt von diesen komischen Zahlen was gebracht. Münzen. Ah. Hier ist ein Kristall, der sogar noch ein Stückchen tiefer liegt. Wir aber irgendwie nicht aktivieren können, oder? Können wir? Doch, können wir. Jetzt können wir hier unten nämlich sogar laufen. Und diese komischen Spinnenviecher zerstören. Wir kriegen dafür Münzen, aber ich sehe leider immer noch keine blauen Pfeile. Aha. Gut, da habe ich jetzt auch nichts dabei gewonnen. Siehst du, wir sollen ganz unten hin und dann kriegen wir einen Stern. Bzw. das hilft uns bei des Rätsels Lösung. Oder? Hier kann ich das Wasser wieder höher machen, das nützt uns ja auch nichts. Hier kann ich das Wasser auch wieder erhöhen, was ich auch gemacht habe. Versuchen wir mal, diese Platten hier zu zerstören. Na komm. Einmal hier hoch, bitte. Gut. Versuchen wir es mit dem dritten auch noch, ob dann was passiert. Sind denn noch mal zwei? Das hat jetzt rein gar nichts genützt. Ja, weiß ich nicht. Bin gerade irgendwie leicht ratlos. Oder vielleicht. Ah, Moment. Ich habe gerade eine Idee. Es ist vielleicht verrückt, aber es könnte funktionieren. Und zwar, was passiert denn, wenn ich diesen Schalter hier drücke? Dann kann ich hier theoretisch hochklettern. Und mir das Genick brechen, okay. Dafür gibt es aber keinen Powerstern. Aha.
Okay. Ich verstehe. Wenn das andere Ding das jetzt auch noch schafft. Was macht das? Gar nichts. Denn so niedrig, dass man da durchkommen könnte? Ja, könnte man. Gut, dann habe ich jetzt eine Idee. Lass das Wasser so weit wie möglich ab. Nicht so weit. Versuch dann irgendwie die Platte runterzukriegen. Und dann springe ich schnell von der Platte ab und hüpfe wieder auf sie drauf. Versteht ihr? Für mich ist auch egal. Hier speichere ich. Ich muss mir nämlich diese Viecher hier zunutze machen. Mich immer so werfen. Ich muss immer schauen, dass sie mich ebenenweise nach oben befördern. So zum Beispiel. Nein. Wenn ich natürlich genau auf den lande, habe ich ein Problem. Die ziehen mich ganz schön Energie. So, jetzt sollte ich mich erstmal auf die Suche nach Münzen machen. Wenn er mich nochmal wirft, dann... sterbe ich. Einmal Freischuss habe ich allerdings. So. Nein, nein, nein. Ja. Oh, vielleicht ist das da drüben schon Nummer 5. Weiß ich jetzt gar nicht. Nein, du hast nicht. Versuche jetzt aber nichts, desto weniger das hier. Ich weiß zwar nicht, wo der blaue Pfeile sind. So, jetzt schnell hier rein. Ja. Das hätte klappen können. Ich speichere oben wieder mal, weil das hat wirklich so keinen Zweck. Ja komm, steh auf schnell, bevor dieses komische Schaufelradbaggerviech da wieder kommt. Okay. Das war einfach Pech. Nein, 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 so. Irgendwie mag mich das Viech nicht. So. Stellen wir die Kameraperspektive gleich mal richtig ein. Es war Weitwinkel. Jawohl! Jetzt haben wir es geschafft. Here we go! Ja. 50 Sterne. Beeile dich. Expressaufzug. Und ein Leben mehr. Speichern und weiter.